Ihr wundert euch, ihr sagt, warum mir momentan keine Videos kommen. Ja, einmal private Angelegenheiten und momentan ist ja die E3 da. Da bin ich abends am Gucken halt. Sagen wir so, ich gucke aber das von Gronkh, weil, naja, ich finde es ein bisschen interessant, seine Meinung halt, die ich ja auch gerne wissen und hat noch, ja, paar Gäste da, sagen wir so. Und ja, ich finde es ganz gut von der E3 bis jetzt. Also, okay, Microsoft hat schon ein paar, nur Fallout 76, sage ich mal, wird nicht meins sein, weil MMO-Games habe ich abgeschlossen für mein Leben. Dank World of Warcraft, sagen wir so. Und ja. Doom wurde ja präsentiert von Bethesda und The Elder Scrolls 6. Naja, von The Elder Scrolls 6 wurde ja auch kein Gameplay, wieso wie Doom gezeigt. Aber von den Games, naja, sind so die meistgehyptesten Games. Und Doom ist ein Klassiker, von daher bin ich schon gespannt. Also von 2016 die Fortsetzung, sagen wir so, ist es ja. Ich glaube, Eternal, also, oder Eternal heißt das dann. Gut, was gab's denn noch für Games? Ja, Metro 20, ja, okay, Metro Redux heißt es ja auch nicht. Wie ist er? Exodus, Metro Exodus kommt ja. Das hat mich ein bisschen interessiert. Noch. Ubisoft hat eben gerade ja, Assassin's Creed Odyssey präsentiert, was ja irgendein Trottel von der Firma wahrscheinlich, naja, zu früh geleakt hat. Das soll ja wahrscheinlich der größte Knaller werden in der Pressekonferenz, aber naja, immerhin das erste Gameplay-Material, was ich ganz gut finde. Was gab's denn noch? Capcom. Ach ja, stimmt. Ich glaube, das war bei Microsoft, ne? Ich glaube, ja, das war bei. Nee. Doch, Microsoft. Microsoft hat Devil May Cry 5 ja vorgestellt von Capcom. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Wegen, naja, ich bin auch leider einer der Typen, Menschen, sag ich mal, die mit Devil May Cry aufgewachsen sind und oder ist und. Da bin ich halt gespannt, wie der Teil ist. Ich habe schon Devil May Cry Reboot ja auch hier durchgespielt gehabt. Fand ich, sagen wir so, erst fand ich das scheiße, wollte ich überhaupt gar nicht spielen, wegen neuer Typ, neuer Charakter, sag ich mal. Auch wenn Dante bleibt da, Virgil auch oder so, nur die sind anders designt. Kurze Haare statt so, ja, wie soll ich sagen, fast wie ein Anime oder was weiß ich so. Ist halt anders. Erst war so Devil May Cry DMC, sag ich mal. Da war ja Dante, sag ich mal, so mit schwarzen Haaren. Ja, aber ganz zum Schluss hat er die weißen gekriegt. Finde ich auch gut. Dann jetzt Devil May Cry 5, wo eine 5 dran gehängt worden ist. Auch wenn es mir, wo ich mich frage, gehört das immer noch zu der alten Serie dazu? Wegen Devil May Cry 1 bis 4, sagen wir, ist ja der alte Dante da. Und wenn jetzt aber ein neuer Dante mit kurzen Haaren ist, ein bisschen, sag ich mal, gehört das eigentlich zu Reboot mehr? Ja, Reboot. Also Neuauflage von der Serie, wegen DMC war ja eine Neuauflage. Ich bin ja gerade so überlegen, Reboot oder irgendwie. Aber im Reboot, glaube ich, trifft das eher zu. So wie bei Tomb Raider halt. Dass da wiederum dann DMC 2 sein könnte wieder. Meiner Sicht aus, ne? Aber vielleicht sind das auch wieder solche Multiversum-Geschichten später irgendwie und dass die alten Charaktere auch dazukommen. Gut, ja, von Doom kann ich ja schlecht was erzählen. Ich habe da nur ein. Da gab es nur ein kleiner Mini-Teaser, sag ich mal, wo.
die Dämonen auf der Erde sind und von Zelda Scrolls auch nur Landschaft und so, da gab es nicht so viele. Ach ja, stimmt, ein Wolfenstein. Neuer Wolfenstein hat Bethesda auch vorgestellt. Das so wie The Old Blood wahrscheinlich sein wird, so wie ich das rausschätze halt. Und bin gespannt, wie es sein wird. Aber ich glaube, man kann das so in Koop spielen, wenn ich mich nicht irre. So wie ich das im Teaser gesehen habe. Das wäre richtig geil. Und man spielt, glaube ich, eine Frau, wenn ich mich nicht. Wenn ich das jetzt so alles im Kopf noch behalten habe von gestern, also es sind Sachen, ja. Okay, das und was gab's denn? Ja, okay, Ubisoft hat jetzt kein Rayman präsentiert, aber na, kann man jetzt auch nichts dran ändern. Finde ich zwar, wäre schon cool, wenn mal auch ein neuer Rayman-Teil rauskommt, ja, aber muss man gucken. Halt. Ja, was gab's da? Ja, Gears of War 5, was jetzt Gears 5 heißt nur. Meine Vermutung, ich weiß gar nicht, wieso jetzt nicht Gears of War 5 ist, sondern nur Gears 5 da präsentiert, also als Titel präsentiert worden ist. Meine Vermutung ist, vielleicht haben die gesagt, okay, God of War war als erstes da. Und die Abkürzung, ich weiß gar nicht, wenn man die Abkürzung GOW macht, dann kommt God of War oder man kriegt es auch in Gears of War raus. Wegen GOW kann, naja, Gears of War auch abheißen. Nicht nur unbedingt jetzt God of War. Und es, oder manchmal, naja, andere vielleicht sagen auch Gears. Einfach nur als Abkürzung und das war's. Und haben vielleicht auch so gedacht, sag ich mal, okay, dann machen wir nur Gears und dann 5 halt. Kann auch sein. Fand ich jetzt von Story jetzt, was ich da jetzt momentan gesehen habe, einigermaßen okay halt. Ach ja, und das Beste von Square Enix, ja, okay, Just Cause 4 wurde auch vorgestellt, aber Just Cause, ich weiß gar nicht, ich hab's mal angezockt. Sagen wir so, ich habe jetzt nicht nichts gegen unrealistische Physik-Engine und so etc. Macht ja auch Spaß oder so, aber wiederum Just Cause, glaube ich, ich weiß nicht, es ist nicht so unbedingt mein Game halt. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da, was hindert es zu spielen. Irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich besitze auf dem PC halt die alten Just Cause-Teile sogar auch. Ich glaube, das würde noch der Laptop so mitmachen, den ich habe. Aber. Und 3 auch, aber 3, also mal 3 wird jetzt der Laptop nicht schaffen, aber egal. Sagen wir so, Just Cause macht, kann Spaß machen, ist aber irgendwie nichts für mich. Ich weiß gar nicht. Ich bin schön gut, vielleicht die Landschaft würde ich genießen, aber mehr nicht. Obwohl, das würde ich eigentlich auch bei Far Cry machen. Ich weiß gar nicht. Ich bin mehr der. Bei Far Cry würde ich gezwungenerweise Action machen, aber wenn ich es verhindern kann, auch so. Naja. Egal. Gut, okay. Ubisoft hat jetzt kein neues Far Cry angekündigt. Ich glaube, so nur ein DLC. Da gab es etwas zu Far Cry 5, aber ich glaube, das war ein DLC. Zu For Honor haben die was gemacht, dass da ein neuer, ich weiß gar nicht, neuer Teil oder Add-on, ich weiß gar nicht, ich, neuer Teil. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich fand das so komisch da. Wegen For Honor, sage ich mal, sieht für mich gleich aus, nur dass da jetzt diesmal meine Frau zu spielen ist auch. Finde ich auch okay. Soll ja nicht unbedingt Sexismus immer drin sein. Nur Männer oder so. Gut, das gab's. Ich bin gerade so überlegen. Stimmt, Square Enix hat ja noch Kingdom Hearts und Microsoft hat das auch ja präsentiert gehabt. Also Kingdom Hearts 3, ja, es kommt aber erst ab Oktober, nee, nicht Oktober, Januar. Nächstes Jahr im Januar raus. Deswegen lasse ich mir da Zeit, ich glaube am 19. Was ich aber jetzt nur scheiße finde, Assassin's Creed zum Beispiel, kommt am 5. Oktober raus. Und das dieses Jahr. Und jetzt bin ich am Überlegen, ich würde schon gern, naja, das sind eigentlich
Tomboy, da will ich ja vorbestellen und Spider-Man war geplant. So wie Assassin's Creed will ich mal versuchen, mal einen Teil mal vorzubestellen, auch wenn ich es noch nie, ich weiß gar nicht, so richtig vorbestellt hatte ich es noch nie richtig in mein ganzes Leben. Vielleicht lasse ich es aus wie aus und mir ist aufgefallen, der Vorbestellerbonus gibt es meistens auch so zu kaufen. Auch außer jetzt bei PlayStation. Ich glaube, da gab es ein dynamisches System wieder oder was ist sich dabei. Mal gucken. Ja. Auf Shadow of the Tomb Raider fand ich richtig, bin ich gespannt. Soll ja auch die Trilogie abschließen, angeblich die Reboot-Trilogie. Bin gespannt, was. Ja, alle. Also sagen wir so, ich hab's eigentlich alle Tomb Raider-Teile in mein ganzes Leben, so den GB Game Boy Color-Version. Das war, boah, den habe ich so als Kind durchgesuchtet. Das fand ich irgendwie genial. Ich glaube, das war aber mit Passwörter, wenn ich mich recht erinnere. Immer. Und auf jeden Fall, das ist auch gespielt. Game Boy Advance-Teile auch halt. Deswegen. Also, Tomb Raider ist für mich immer ein Muss und macht halt Spaß. Ich will ja auch Live-Let's Play machen, aber ich bin am Überlegen, wo ich es jetzt nochmal starte. Also, nochmal. Gemeint ist, weil ich jetzt das auf PlayStation 4 dann spielen würde. Also PlayStation 4 Pro und das ist auch ein ganz großer Unterschied halt als auf Xbox One S, glaube ich. Gut, das und ja, mal gucken, was allgemein noch auf uns zukommt. Ja, ich habe den Wecker jetzt gestellt. Um 3 Uhr kommt Sony dran. Bei Sony bin ich erst recht gespannt, was kommt. Weil, ja, okay, The Last of Us 2 könnte präsentiert werden. Okay, ich habe noch nicht mal den ersten. Oh, da will ich muss gucken. Vielleicht muss ich irgendein anderes Live-Let's Play vielleicht mal pausieren lassen oder was weiß ich. In Last of Us will ich auf jeden Fall Live-Let's Play machen. Das Spiel soll so gut sein. Und das wird so blind sein, weil ich es. Sagen wir so, ich habe nur ein paar Gameplay-Trailer-Szenen, wo es auf, ich glaube, auf der PlayStation 3 hatte ich es mal angespielt, aber ich kann mich kaum daran was erinnern. So, was kann ich noch erzählen? Ja, also, okay, mit The Last of Us bin ich mir nicht zu 100% sicher, dass es jetzt präsentiert wird, aber ich bin gespannt. Mit God of War, da bin ich mir ja 100% sicher, dass keine DLCs geben wird. Von daher, ja, zumindest habe ich es überall gelesen, sagen wir es so. Halt, wenn nicht. Obwohl, ein neues Resident Evil Teil könnte noch Sony präsentieren. Das wäre geil. Ohne Witz, das wäre richtig geil. Wenn Capcom sagt, ja, du kannst in Resident Evil nicht nur Devil May Cry präsentieren, das wäre richtig geil. Ohne Witz, ein Resident Evil bin ich gern dabei. Muss jetzt nicht unbedingt so wie 7 sein, aber. Oder ein Remake von Resident Evil 2, darauf hätte ich auch Bock, echt. Also, boah, Alter. Den zweiten Teil vermisse ich irgendwie. Aber eine HD-Auflage vom zweiten Teil, warum machen die das nicht? Das verstehe ich. Muss ich mal nachrecherchieren, woran das liegt. Ist wirklich krass, also dass nur der erste Zero, also die GameCube-Version, sage ich mal, auf HD nochmal aufgelegt worden ist und alles, aber vom zweiten Teil und dritten Teil gar nichts irgendwie. Finde ich irgendwie traurig. Gut, das war's von mir. Ich werde jetzt ein kleines Päuschen machen und dann Sony mit noch anschauen und dann glaube ich, gehe ich auch dann richtig zu 100% schlafen. Gut, danke fürs Zuschauen und lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich gern freuen und wir sehen uns, was auch immer ich mache. Tschüss!